Das Intro kennen die Fans, denn so hat auch Elvis seine Konzerte begonnen. Und genauso wie früher in Las Vegas stehen in Bad Nauheim auch folgende Herren auf der Bühne. Schlagzeuger Ronnie Tutt, Leadgitarrist James Burton und Pianist Glenn D. Hardin. Sie waren Ende der 60er Jahre bis zum Tod von Elvis mit ihm auf Tour. Erinnerungen daran. He improvised a lot. He was really easy. He wasn't a perfectionist at all. Elvis improvisierte viel auf der Bühne. Er war kein Perfektionist, aber das ist nicht negativ gemeint. Er war einfach ein Naturtalent, ein toller Sänger, hatte das gute Aussehen, war zudem ein guter Schauspieler. Er war wirklich ein großartiger Entertainer. Ronnie Tutt und James Burton spielten von 1969 an mit Elvis. Glenn D. Hardin stieß ein Jahr später zu der TCB-Band hinzu. TCB steht übrigens für Taking Care of Business. Das war Elvises Motto. Für die TCB-Band war er nicht nur ein Sänger, mit dem sie arbeiteten, sondern sie wurden enge Freunde, eine Familie. Ich würde ihn beschreiben als einen bodenständigen, heimatverbundenen Südstaaten-Gentleman. Er ist mit nichts aufgewachsen, war arm. Aber Gott gab ihm das Talent und seine Karriere. Die Originalmitglieder der TCB-Band sind inzwischen Mitte 70, aber wie man hört, kein bisschen leise. Wie auch Joe Esposito, Trauzeuge von Elvis, der während des Konzerts auch mal auf die Bühne kommt. Elvis liebte es einfach zu singen. Genau wie Dennis. Und, das merkte jeder, sein Gesang kam von Herzen. Das machte den großen Unterschied aus. Und das mag ich auch an Dennis. Er macht einfach einen tollen Job. Deshalb bin ich gerne mit ihm hier, obwohl er mir dafür nichts zahlen will. Rund 2 Stunden dauert die Show mit Dennis Jail an diesem Nachmittag. Die Sänger, mit denen die TCB-Band arbeitet, sucht sie sich gut aus. Ich spiele nicht mit Impersonators und Glenn. Wir spielen nicht zusammen mit Elvis-Imitatoren, das machen wir nicht. Dennis zieht sich normal an. Er liebt Elvis, aber er singt auf seine eigene Art. Es macht ihm Spaß, mit uns zusammenzuarbeiten und uns auch. Er ist ein 1A-Entertainer, ein guter Typ. Dennis Jail versucht nicht, so auszusehen wie Elvis, zieht sich nicht so an wie er und imitiert ihn nicht. Aus gutem Grund, wie er sagt. Auf wienerisch gesagt, ich bin ja nicht blöd. Dieser Elvis war sehr gut. Und wenn man sich jetzt genau überlegt und anschaut, jeder, der singt, ist Elvis-Fan. Und wenn man dem Ganzen noch näher tritt, dann merkt man, er war eigentlich der King, der Sänger. Es gibt niemanden, der diesen Menschen das Wasser reichen könnte. Apropos King, dass er von seinen Fans schon damals so genannt wurde, war Elvis unangenehm und machte ihn verlegen. Elvis sagte das eines Abends auf der Bühne. Die Leute schrien, Elvis, du bist der King. Aber Elvis sagte, nein, es gibt nur einen und zeigte nach oben. Ob King, The Pelvis oder einfach nur Elvis, für die Fans ist er auch 36 Jahre nach seinem Tod immer noch die Nummer 1. Der Auftritt von Dennis Jail und der TCB-Band im Theater des Festivalzentrums Dolce in Bad Nauheim endet jedenfalls mit Standing Ovations. Übrigens, im Januar 2014 kommt die TCB-Band wieder auf Tour nach Deutschland.